Moin Leute und willkommen zurück zu Pokémon Trading Card Game Online. Neue Runde, neues Glück, wieder mit dem Feuer Ace Deck. Die letzte Folge mit dem Feuer Ace Deck, denn in der nächsten Folge werden wir dann schon mit den, wie heißen die Dinger denn? Themendecks anfangen, genau. Denn ich habe ein Themendeck mir rausgesucht und zwar das mentale Machtdeck, was wir dann in der nächsten Folge antesten werden. Heute aber erstmal wieder ein wenig spielen mit unserem Feuer Ace Deck, beziehungsweise unser Phanexis Deck, beziehungsweise unser Pyroleo Deck. Ihr wisst ja, was ich meine. So, ich habe den Vorteil, keine Ahnung warum, vielleicht hat er irgendwo einen Pflanzenmon drin oder so, würde mich aber wundern, weil er hat eigentlich nur Unlicht, Drache und Psycho, falls ich mich da jetzt recht entsinne. Wir werden sehen. Der Gegner lädt das Spiel. Ich muss sagen, ich habe immer ziemlich Respekt vor solchen Leuten, die immer so viele Energieformen drin haben, denn, ja, das kann gefährlich werden. Die Leute können ziemlich stark sein mit ihren Mons. Dementsprechend schauen wir mal, was der gute Napster 72 kann. So, wir bekommen direkt das Entei, was gar nicht mal so schlecht ist eigentlich, weil das Entei, wenn wir Glück haben und er viele Mons legt, können wir viel Schaden verursachen. Wenn nicht, ist er immerhin noch ein guter Tank, der kleine Entei. Okay, wir haben Pech, schade, wir machen immerhin 20 Schaden. Wie viel hat er? Ein Mewtwo, okay. Das ist, glaube ich, sogar das starke Mewtwo, oder? Nee, es ist nicht das krasse Mewtwo X. Wenn das nächste zu ist, Schaden durch den Angriff, das ist und das ist schon, okay. Das ist zwar ein starkes, ist auf jeden Fall ein starkes Mewtwo, aber nicht das Krasse, was ich jetzt gerade im Kopf habe. Denn es gibt eins, was auch noch Leitteiler hat oder sowas. Und da kann es halt einfach alle seine Schadenspunkte, die es besitzt, auf den Gegner übertragen. Was halt sau unfair ist einfach. Ich ziehe erstmal drei Karten, weil ich auf jeden Fall noch was in der Hinterhand haben muss. Zum Beispiel das Sphinx. So, kommt auf jeden Fall auf die Bank und ich beende den Zug, weil ich nichts mehr tun kann. So. Das Mewtwo X ist natürlich ziemlich eklig. Vor allem 120 Schaden ist ja auch nicht mal gerade so dahergesagt. Würde mein Phanexis zwar tanken, mein Entei leider nicht, außer ich krieg noch, was ist das? Eine Spezialenergie, die ich nicht kenne. Ich kann sie nicht mal angucken. Ich kann seine Karten nicht angucken. Ist das ein Bug? Aloha! Das gefällt mir ja sehr gut. So. Ja. Ich überlege gerade. Troy, nimmst dir auf jeden Fall unter gar keinen Umständen den Schmied, das ist klar. So. Ich werde auf jeden Fall in der nächsten Runde Entei nochmal mit einem Gefechtsbrand bestücken. Oder, nee, ich nutze jetzt einfach den das feurige Brüllen, um noch schön weiter hier mein Entei, mein Flamara zu pushen. Kosten jedes Angriffs reduzieren sich um ein. Okay. Gefährlich. Ich kann immer noch nicht seine spezielle Psycho-Energie hier angucken, was mich ein bisschen irritiert, ehrlich gesagt, aber gut. So, feuriger Brüller. Ich hoffe, ich krieg irgendwas Gutes. Nee, ich krieg 4 leere Dinger. Und auch noch ein Phanexis, was jetzt auf der Bank liegt. Okay. Und auch noch ein Schmied auf der Bank. Oh, das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Aber eine, ich denke, oh, was hat er hier am Start? Okay, nichts Besonderes. Problem ist halt nur, der kann halt gleich in der nächsten Runde richtig, richtig reinhauen. Der two-hittet meine Flamara halt auch. Das Gute ist, ich habe jetzt den Schmied. Okay, jetzt hat er noch mehr KP. Also ich kann ihn halt nur two-hitten, so oder so. Ne? Dementsprechend ist es gerade eine ziemlich eklige Sache. Ich kann jetzt mit meinem Entei zwar noch ein bisschen Schaden, wobei kann ich überhaupt Schaden verursachen? Ich glaube nicht, ne? Ne, wird um 30 reduziert, das heißt, ich kann gar keinen Schaden verursachen. Aber trotzdem lege ich es hin, damit ich mit meinem Schmied gleich eben auch die zwei Stück nutzen kann. Also die zwei Energiekarten auch eben nutzen kann. Ich werde nochmal kurz einen Supertrank. Das würde mir nichts bringen. Würde mir nicht weiterhelfen, würde mir nichts bringen. Zieh lieber drei Karten. Mit dem Amulett. Was mir nichts bringen würde, weil macht mir 120 Schaden. Also würde mir 100 Schaden machen stattdessen. Und das würde ich auch nicht zwei Runden lang aushalten. Außer ich habe ja noch den Supertrank, fällt mir gerade ein. So. Du machst trotzdem mal Gefechtsbrand einfach aus Spaß, oder? Ich mache nochmal feuriges Brüllen, auch wenn ich jetzt. Ich habe aber auch Pech, muss ich wirklich sagen, ne? Ich habe echt kein Glück mit meinem Deckroll gerade. Weil ich kriege einfach keine Energiekarten gerade. Ich hätte jetzt mit feurigen Brüllen vielleicht 4 Karten bekommen können und dann wäre mein Flamara vollkommen durchgestartet. Die Sache ist jetzt die, er macht mir jetzt, ja genau, 120 Schaden macht er, ne? 130? Ach ja, weil er den Kampfgürtel hat, natürlich. Okay, er macht nur 130, das heißt 110. Wenn ich heile,
Wenn ich um 60 heile, dann hat er noch 50. Das, warte mal. Ja, ne? Das würde nicht... Okay, ich muss meinen Routiner jetzt opfern. Damit ich meinen Flamara noch weiter pushen kann. Auch wenn ich glaube, ich nicht so schnell... Ich glaube, ich komme nicht so schnell auf die... Auf die 170 hoch. Vor allem, weil er ja auch noch diesen Kampfgürtel hat. Jetzt mache ich ja gerade 150 Schaden. Das heißt, ich bräuchte noch 170, 190... 210. Wie viel macht denn der Kampfgürtel eigentlich? 40 mehr KP. Also ich bräuchte noch 3 Energien. Bräuchte noch 3 Runden, die ich überlebe. Könnte aufgehen. Also ich brauche halt 7 Energien, damit ich ihn one-hitten kann. Das Mewtwo. Das ist momentan mein Plan. Er wird ja natürlich jetzt einfach durchschnetzeln hier mit seinem Psycho-Zeug. Warte, wenn er jetzt Rasrutena besiegt, kriege ich die erste durch. Wenn er das Schneckmark besiegt, kriege ich die zweite durch. Wenn er das Sphinx besiegt, kriege ich die dritte durch. Dann hätte ich genau genug, dass ich ihn besiegen kann. Ich bräuchte aber eben auch in jeder Runde dann eben auch genug Energien. Denn ja, ich habe bisher noch keine große Ausbeute an Energien bekommen, muss man sagen. Hoffen wir mal, dass das jetzt sich ändern wird in der nächsten Zeit. Das Gute ist, ich habe jetzt eine Energie auf der Hand, ja? Das heißt, es sieht gar nicht mal so übel aus. Zumindest habe ich so gesehen noch einen Zug frei. Ich brauche aber 3 Energien jetzt. Und bekomme erstmal keine. Dankeschön. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Warte mal, um wie viel erhöht sich der Schaden? Moment. Der Schaden erhöht sich um 10. Das heißt, wenn ich meinen Routiner hinlege, das am besten auch noch ausstatte mit einem Amulett... Und das gleich entwickeln in der nächsten Runde, dann, also zum Phanexis, wenn ich denn Glück habe und Phanexis auf der Bank habe, dann sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Das Gute ist auch, er hat gar keine Pokémon auf seiner Bank, was mich ein bisschen wundert. Okay, jetzt hat er welche. Auch wenn ihm das nicht viel bringen wird, wenn mein Flamara erstmal da ist. Also wenn mein Flamara erstmal auf 210 Schaden ist. Ich mache doch jetzt, wie viel mache ich jetzt? 50 plus 6 mal 20, ne? Also 170, genau. Das heißt, ich brauche noch 2, genau. Ja, ja. Wenn ich den richtig rechne. Und die Sache ist, ich kann dann mit meinem Routiner halt nur die nächste Runde noch ausstallen. Ich kann ja nicht mit dem Routiner dann noch weiter angreifen, mit meinem Phanexis weiter angreifen. Aber ich kann auch die Magieflamme nutzen. Dolphio wird auch hingelegt natürlich, damit ich noch was in der Hinterhand halte. Fuck! Fuck! Ich hatte so gehofft, dass der mein Phanexis da ist, aber ich habe... Okay, Glück ist nicht auf meiner Seite, muss ich sagen. Das war so eine schöne Taktik, aber mein Phanexis ist bei den Preiskarten. Shit. Ja, und er kann hier schön im Hintergrund weiter sich hochpushen. Natürlich. Hätte ich an seiner Stelle natürlich auch gemacht. Ha. Ich überlege gerade, ich kann ihm in der nächsten Runde dann Schaden verursachen. Und zwar sehr beträchtlichen Schaden. Dann macht er mir aber richtig beträchtlichen Schaden. Ich kann das aber wegheilen. Das Ausstallen nutzt sowieso nichts. Ja, toll. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich, merke ich gerade. Dadurch, dass ich die Stadionkarte jetzt weggelegt habe, kann er jetzt nicht mehr mit seiner Psychoklinge angreifen. Wenn ich denn Glück habe. Brandball. Genau, 150 Schaden, weil er natürlich auch noch seinen Kampfgürtel hat. Nee, nicht weil er den Kampfgürtel hat, sondern einfach weil 150 Schaden. Genau, 5 mal 10 ist natürlich, 5 mal 20 ist natürlich 100 und nicht 60, was ich gerade gesagt habe. Oder was. Ich habe 120, glaube ich, gesagt, ne? Ganz schlaue Rechner. Genau, sehr gut, sehr, sehr, sehr gut. Gut, warum sollte ich den Flodedes nutzen? 150 Schaden, er hat mich jetzt, meine Angriffskraft um wie viel verringert? Moment. Ich schau mal kurz. Er hat sie um 30 reduziert. Das heißt, ich würde dann 270 Schaden bei ihm haben. Das würde locker ausreichen. Also, gib ihm. Sehr gut. Dann 270 natürlich. Okay. Die Welt sieht schon wieder ein wenig besser aus. Und noch ein Pyroleo. Perfekt. Das kann ich gut gebrauchen. Aber ich glaube, er hat irgendwas vor. Er muss irgendwas vorhaben. Ich glaube, mit seinem Duodino will er noch irgendwas machen.
Sein Trombok bringt ihm nicht viel gerade, weil das, ja, was soll er da groß machen? Solange dieses Pokémon, erhöhen sich die Angriffskosten der Basis-Pokémon deines Gegners um einen. Heißt das, ich mache auch weniger Schaden? Und wie lange habe ich das denn, dass die Angriffs... Achso, das habe ich immer noch, seinetwegen natürlich. Ach, und er kann doch angreifen. Obwohl er sich gerade entwickelt hat. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Wenn ich jetzt... Die Angriffskosten erhöhen... Ja, wenn sich die Angriffskosten erhöhen, ich gehe mal davon aus, dass ich dann 20 weniger Schaden mache. Wenn ich mich jetzt heile, dann habe ich nochmal einen weniger, würde wieder rauflegen, hätte aber wieder 5. 5 heißt... 5 heißt 150 Schaden, also in dem Fall dann ein weniger, also 130 Schaden, falls ich denn jetzt mit meiner Rechnung richtig liege. Also heile ich. Zack. Was kann er denn hier drüben? Irre Kopfnuss. Lege einen 130 Schaden. Würde ich jetzt nicht tanken. Wobei 110, nee, ich würde es genau nicht tanken. Aber wenn das so ist, kannst du eine Energiekarte von deinem Abwehrgestapel in das aktive Pokémon legen. Okay. Was ist denn, wenn ich ihn jetzt einfach besiege? Ich könnte ihn ja besiegen. Und er kann mir 70 Schaden machen. Plus 5. Also 120. Und das würde ich auch nicht tanken. Oder? Nee, er würde mir 100 Schaden... Das würde ich tanken. Das würde ich gerade tanken. Dementsprechend nutze ich jetzt den Flordelis, um den Kollegen hier hinten zu holen. Na? Ist ein Plan. Den kann ich nämlich besiegen. Und der würde mir mehr Schaden verursachen. Und zwar genau 10 Punkte, die jetzt sehr, sehr viel ausmachen an dieser Stelle. Okay. Jetzt kommt er wahrscheinlich mit seinem Trombok rein. Das macht mir eben genau 10 KP zu wenig Schaden. Außer er legt jetzt noch irgendwas dran. Ach, hallo. Simsalai X, guten Morgen. Aber das, da legt er nichts dran. Genau, das reicht eben gerade so nicht aus. Sehr gut. Okay. Nehmen wir dich nochmal. Ah, das war blöd. Ich hätte da die Feuer, das Feuerteil ranlegen sollen. Im Zweifel habe ich noch mein Pyroleo, ja? Im Zweifel habe ich da noch was in der Hinterhand. Wenn du mir dann spielst, um dieses Pokémon zu entwickeln, kannst du, bevor es sich entwickelt, auf das aktuelle Pokémon zu gehen, hast du 2 Schadenspunkte. Okay. Ekliger Typ. Okay. Aber einfach mal den Plan weitermachen. Ich kann sowieso nichts tun gerade. Ich kann sowieso gerade nichts machen. So. Mal schauen. Mal schauen, was er macht. Och, Alter, jetzt geht er aber richtig steil. Ja genau, das ist der, den ich meinte. Schadenswechsel, genau. Der kann dann einfach die Schadensmarken von den beiden hier tauschen. Ekliger Dude. Richtig ekliger Dude. Und Splitterschuss macht auch nochmal richtig viel Schaden. Wenn er denn genug Psychoenergien dran hat. Ha! Ha, ha, ha. Okay, das ist seltsam. Ah, verstehe. Okay. Okay, mein Pyroleo kann aber gar nichts machen. Oh! Ich vergaß. Okay, gut gemacht, gut gemacht. So, ich würde aber behaupten, ein Kampf ist auf jeden Fall noch drin. Dementsprechend weiter geht's. Vielleicht kriegen wir noch die Raritätentruhe und freuen uns unseres Lebens. Wir werden es sehen. Nächster Kampf ist gegen... ein Wasserdeck. Klundje, warum? Warum? Der letzte Kampf wahrscheinlich mit diesem Feuerdeck muss natürlich gegen ein Wasserdeck sein. Ich meine, Schwäche hin oder her ist alles eine Frage der Perspektive, aber... Ich meine nur, wieso kann ich mal jemand mit einem Pflanzendeck oder so gegen mich kämpfen, ha? Huh? Ich habe einen Mulligan, natürlich. Natürlich, natürlich. Ach ja. Ich meine, warum kann man nicht einfach mal jemand mit einem Pflanzendeck kämpfen? Ich habe sogar überlegt, ob ich mir ein Pflanzendeck zusammenstellen soll. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Oder gar nicht mal so blöd bei den ganzen Leuten, die hier mit dem Wasserdeck rumlaufen. Dementsprechend, ja. So, Mulligan. Nicht so vegan, aber mehr Mulli. So. Okay. Zeig mal her, was du hast, mein Freund. Wieder Froxy und Garados und so ein Zeug. Hä? Wählt das Starter-Pokémon? Okay. Lapras und Arctos. Wahrscheinlich Arctos. Ich gehe mal davon aus. Lapras haben wir ja schon zu Genüge gesehen, muss man sagen. Eine Trägerkarte. Okay. Und Wasserplanscher. Den hier kennen wir ja schon. Der kann Hydropumpe machen. Okay. Gut.
Troy bringt mir gerade nicht viel, selbst wenn ich eine gute Unterstützerkarte finden würde. Ja, gut. Ist ein bisschen unglücklich gerade, würde ich mal behaupten. Ich habe das Gefühl, wir müssen gleich noch einen Kampf machen. So ein ganz leises Gefühl habe ich. Naja, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir jetzt noch das Pyroleo und dann ist alles gut, aber mal sehen. Hätte vielleicht mit Troy spielen sollen. Wenn wir jetzt ein Leufeo bekommen, auf jeden Fall nutze ich... Okay, kriegen wir nicht. Also hätten wir jetzt ein Leufeo bekommen, wäre es gar nicht mal blöd gewesen, wenn ich einen, wenn ich Troy genutzt hätte. Aber so ist es irgendwie gerade, wie soll ich sagen, ein wenig fruchtlos. Alter, ich krieg einfach keine Mons, ne? Was soll ich machen? Was soll ich tun? Na, der Kampf ist schon entschieden jetzt. Schade. Aber da seht ihr mal, wie viel Glück man eben manchmal braucht. Ich meine, wie viele Karten habe ich jetzt gezogen? 10 Stück oder so? 2, 4, 6, 8, 10. Ja, sogar 11 Stück. Und ich habe nur... Nee, 12 sogar. Ich habe noch den Tyrno weggelegt. 12 Stück und nur ein einziges Pokémon bekommen. Dankeschön, Spiel. Gute Runde. Okay. Dann probieren wir es nochmal. Vielleicht diesmal ja gegen einen Pflanzentrainer, ne? Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht haben wir diesmal Glück. Immerhin haben, also wir haben schon generell ziemlich viel Glück bei den ganzen Kämpfen, muss man sagen. Da kann auch mal so eine Niederlage, so eine schmerzliche Niederlage, kann ich da auch mal gerne verkraften. Der lädt relativ lange gerade. Also eigentlich, wie ihr immer seht, man muss eigentlich überhaupt nicht auf Gegner warten. Eigentlich ist ja immer, klickt man drauf und direkt, zack, wird man in den Kampf geworfen. Aber anscheinend spielen gerade wenig Leute. Es ist aber gerade schon, schon relativ spät. Also, was heißt relativ spät? Die Leute sollten halt so langsam von der Arbeit kommen. Oh, interessant. Feuer gegen Feuer. Wir müssen Feuer mit Feuer bekämpfen, meine Freunde. Feuer mit Feuer. Ja, ja. Oh, ich habe eine abgefuckte Stimme. Ich bin der Pate. Okay. BK Reinhardt. Guten Morgen. Zeig mir, was du hast. Wow. Es geht einfach weiter. Und ich glaube, er hat ein ähnliches Deck wie ich. Er hat auch ein Pyroleo, wie ich gesehen habe. Wird ihm... Mann! Wird ihm aber nicht viel bringen. Er hat diesmal keinen Mulligan. Okay. Gut zu wissen. So, ich hätte gerne noch mal eine Runde. Noch eine Runde, noch eine Wahnsinnsfahrt. Ich hab noch nie. Schon wieder Schneckmack. Ich meine, ich habe nichts gegen Schneckmack. Ja, wirklich nicht. Aber jedes Mal einen Schneckmack zu bekommen, ich meine ja nur. Okay, das für die verbrannte Erde bringt mir ja nicht viel. Ich meine, könnte ich nutzen, aber Hallöchen Shamian. Hallöchen Entei. Alter, was geht denn mit dem ab? Okay. Ich muss erstmal lesen, ich kenne die Hälfte der Karten gerade gar nicht. Mehr als die Hälfte, Flammenschirm. Was kann er? An dieses Pokémon kommen bis zu, können bis zu zwei Pokémon auszusagen angelegt werden, okay. Wenn es nächsten Zug ist, dann Gegners wird Schaden, der diesen Pokémon der Angriffe zuführt, um 30 reduziert, okay. Wirf eine Münze, bezahlt für diese schon selbst 30, okay. Okay, der kann aber viel Schaden ausrichten. Nur das Shamian. Wenn dieses Pokémon... Alter, was zur Hölle? Ach, der Schmied, okay. Wenn du dieses Pokémon dann anspielst und auf deine Bank ablegst, kannst du so viele Karten ziehen, wie du willst. Nimm dieses Pokémon und alle anderen gehen auf deine Kanz zurück. Okay. Der ist irgendwie... Irgendwie ist Shamian ein bisschen seltsam. Okay. Wir müssen das Schneckmark erstmal pushen und beim Troy hole ich mir auf jeden Fall... Was hole ich mir denn da? Den Schmied auf jeden Fall, genau. Und eine Karte natürlich. So. Und mehr kann ich momentan leider nicht tun. Was ein bisschen traurig ist, muss man sagen. So. Ich hätte natürlich die verbrannte Erde spielen können, aber das würde ich mir auch in die Karten spielen. Dementsprechend lasse ich das mal schön bleiben. Das Gute ist, wenn ich mein... Ja, genau das habe, was er gerade auf die Hand gelegt hat, das Pyroleo. Dann hat er ein größeres Problem als ich, glaube ich. Hoffe ich mal. Mal schauen. So, an wen legt er jetzt das ran? An das Entei, okay. Kann ich mit leben. Eine Evo-Brause ist schön und gut, bringt mir nur halt überhaupt nichts. Wobei doch, eigentlich schon. Ich kann ja das Schneckmark jetzt entwickeln. Zum Mercargo. Mercargo. So. Ich könnte jetzt die verbrannte Erde nutzen, hätte ich was auf der Bank. Ich glaube, ich nutze mal die verbrannte Erde. Und könnte dann irgendwann den Schmied nutzen, wenn ich Bock drauf hätte. Könnte ihn ja sogar jetzt schon nutzen, aber... Guten Morgen. So. Jetzt wird aber erstmal Magma hüllet. Magma hüllet. Magma hüllet wird jetzt erstmal Magma hüllt. Ich mache sowieso einen Two-Hit, egal ob ich ihn jetzt angreife mit der Magma Hülle oder später, also ob ich jetzt die Fähigkeit nutze oder nicht. Dementsprechend überlege ich gerade. Also natürlich wird jetzt Energiewelle weiter gepusht und der IP-Teiler kommt mal an das Flamara ran. Den Schmied werde ich noch zurückhalten und du bekommst mal den Talisman.
Das Ding ist, der macht mir jetzt halt 130, also okay, es ergibt gar keinen Sinn, dass ich da jetzt das Ding rangepackt habe. Aber... ja, ich muss das Schneckmark legen, wenn, falls er mein Makargo besiegt in der nächsten Runde. Falls dem so sein sollte, dann muss ich auf jeden Fall ein Opfer bringen, weil das Flamara sonst ja direkt geroastet wird von dem Entei, was gerade reingekommen ist. Ist gerade ein bisschen blöd hier, ne? Würde ich mal behaupten. Ist gerade ein bisschen blöd. Denn ja, der macht 130 Schaden, selbst wenn er sich selbst trifft, ne? Selbst dann macht ihm das nicht viel aus, weil er halt, ja, genau, er hat halt, ja, den ganzen Krempel hier dran. Wer ist denn das hier? Den Kampfgeistgürtel hat er mit 30 mehr KP. Ist also alles ein bisschen unglücklich gerade. So. Oh, Leufeo, sehr, sehr gut. Das brauche ich aber ganz dringend. Den Tierno nutze ich auch mal, um neue Karten zu ziehen. Perfekt, perfekt, perfekt. Und ich glaube, ich werde dann das Leufeo ein wenig pushen müssen und danach das Flamara vielleicht. So. Ich überlege gerade, das Makargo, wenn ich das entwickle, würde er es ja auch umbringen. Oder wie viel macht er denn mit Flammenschirm? Das Flammenschirm würde mir kein, würde mir nichts bringen. Deswegen muss er ja mit dem anderen Zeug angreifen. Genau. Er könnte natürlich seinen Pyroleo dann irgendwann reinholen, aber das würde mir auch nichts bringen. Dementsprechend Zug beenden. Ja. Genau. Okay, ein harter Gegner, ein sehr, sehr harter Gegner, muss man sagen. Wir sind schon wieder über die Folge hinaus, aber das soll mich nicht stören. Denn gerade solche Kämpfe gefallen mir immer am besten. Das Entei, ja, ist nicht schlecht, aber ich mag diese Pokémon nicht, die sich selbst schaden können, ehrlich gesagt. Ich meine, der hat nur 130, also natürlich mit dem Zeug, was er sonst noch dran hat. Man kann, ach stimmt, stimmt. Man kann ja mehrere Dinger daran packen. Interessant. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das jetzt... ich werde jetzt mein Pyroleo reinholen, ne? Ich könnte mir gut vorstellen, dass er dann sein Pyroleo reinholt, um mich ein wenig auszustallen. Müssen wir mal schauen. Zuerst einmal. Moment. Das Ding ist, wenn ich jetzt... na, ich kann sowieso nur den Schmied nutzen gerade. Was anderes würde keinen Sinn ergeben, oder? Ich habe, ja genau, drei Karten drauf. Was anderes bringt mir gerade nichts. Ich habe gerade überlegt, ob ich den Flordelis vielleicht nutzen sollte. Nutze ich vielleicht in der nächsten Runde, ich weiß es nicht. Mal schauen. Jetzt wird zumindest erstmal das Entei ein wenig geröstet. Und die 60 Schaden reichen auf jeden Fall aus. Denn der hat schon 30 Schaden, hat zwar jetzt auch ein bisschen mehr noch auf der Kette, aber er kann mir halt nichts anhaben. Ne? Er kann mir nichts anhaben. Ich kann zwar auch ihm nicht allzu viel anhaben, weil er halt total bulky ist. Er hat jetzt 40 mehr KP, also... 80 mehr KP, also 210, genau. Das heißt, ich müsste jetzt noch zweimal draufschlagen, aber das habe ich mir eben schon genau gedacht, dass er jetzt so einen Krempel macht und ja, genau, 90 Schaden habe ich mir auch schon gedacht. Relativ offensichtlich gerade, was er tut. Problem ist nur, es gibt ein Problem bei der Sache. Mein Flamara kann das, kann dem Pyroleo ja nichts anhaben. Ja. Mein Flamara kann dem Pyroleo nichts anhaben. Ich muss mal gerade überlegen. Ich muss das Pyroleo rauskriegen und das geht nur mit meinem Pyroleo. Problem ist nur, dass mein Pyroleo jetzt schon Schaden hat. Seins nicht. Wenn ich Glück habe, hat der... okay, ist... ja, ist ja gut, ist ja gut. Machen wir das mal so und ich hoffe mal inständig, dass er keine Feuerenergie auf der Karte hat, auf der Hand hat. Wenn dem so ist, dann sieht es gut für mich aus, wenn nicht, habe ich ein großes Problem. Okay, ich habe ein großes Problem. Gut. Das wird nochmal interessant jetzt. Ich kann zwar in der nächsten Runde dann sein Entei zumindest ein bisschen ankratzen vielleicht mit meinem Flamara, aber... warum, er hat vier Enteis auf der Hand. Was ist denn los mit dem Typen? Jetzt hat er noch einen Pyroleo wahrscheinlich gleich. Ja, selbst wenn ich meinen Flordelis jetzt lege, dann kann er halt in der nächsten Runde sein Entei wieder rausholen. Aber das würde mir halt ein bisschen Zeit verschaffen immerhin. Ne? Versteht ihr? Wenn ich jetzt ein anderes Entei außer das nehme, was er da schon liegen hat, kann ich mir ein wenig Zeit damit verschaffen. Oder das Leufeo...
Nee, das Leufeo würde ich nicht nehmen. Ich muss mir irgendwie Zeit verschaffen, damit mein Flamara halt auch Schaden verursachen kann überhaupt, weil das Pyroleo ist doch schon ein wenig eklig gerade. Habe ich gerade irgendwie einen harten Lag? Kommt mir so vor. Oder er sucht sich 100 Jahre lang seine Preiskarten zusammen. Ja, mein Freund. Ich weiß nicht, was du jetzt noch so zu tun hast. Ich würde gerne weiterspielen. Gerade weil das hier so hitzig ist gerade, okay. Ja, ich kann ihm keinen Schaden verursachen, ne? Und ich krieg natürlich auch keine Feuerenergie. Machen wir das mal so. Und beenden. Und dann ja, schauen wir mal, was er so drauf hat jetzt. Och nee. Du Sau. Macht 150 Schaden. Tja. Ich meine, ich kann ihm natürlich Schaden verursachen, das ist klar. Problem ist nur, ich habe halt nichts auf der Bank. You know? Macht sich immerhin Selbstschaden, das ist schon mal gut. Dementsprechend könnte ich, wenn ich jetzt eine Feuerenergie bekomme, die ich nicht bekomme, aber ein Tierno, vielleicht dann eine Feuerenergie? Natürlich nicht. Okay, ich glaube, die Runde ist relativ gegessen gerade. Habe ich irgendwas auf der Bank, was mir gerade hart helfen würde? Nicht wirklich, ne? Ja, super. Das Ding ist halt, wenn er mein Flamara besiegt, wird er danach mein Fünx besiegen und dann ist sowieso das Ding, der Kuchen gegessen. Ja. Ich kann nichts machen. Die Runde ist leider an ihn gegangen, muss man sagen. Schade drum. Schade, schade drum, aber was soll man machen? Ja. Mensch. Schade. Sehr, sehr schade. Na komm, mach. Ja. Na komm. Komm, 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 komm. Ja, genau. So. Schade. War mal ein schöner Kampf. Ganz viele Sachen, die gibt es überall zu sehen. Gut, dann würde ich aber sagen, war es dann mit diesem Part und dann auch mit dem Feuerdeck. Mit diesem tragischen Ende muss ich dann das Feuerdeck leider erstmal zurücklegen, zumindest für euch. Ich werde es wahrscheinlich noch ein bisschen weiterspielen, aber für euch kommt dann morgen das Themendeck, falls ich mich da jetzt nicht verzählt habe mit dem Part. Das muss ich ein bisschen überlegen, aber ich glaube, morgen müsste dann das Themendeck kommen, glaube ich zumindest. Ja, ich glaube schon. Mache ich so oder so. Ich schau mal. So, so oder so bedanke ich mich herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und wie immer. Bye, bye.